Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen ETS 2 Cruising the Balkans Event Video. Wir stehen hier immer noch in Zenica und wir schauen einfach mal, wohin die Reise in diesem Video geht. Vielleicht geht es ja wirklich dahin. Mittlerweile sind auch, glaube ich, wir vielleicht schon circa vergangen. Zwischen dem letzten, vom Beendigung des letzten Videos. Hoffentlich kein Doppelklick. Danke, okay, es wird okay in Kosovo gehen. Interessant. Dann würde ich glaube ich auch eher dahin fahren als Flore. Stimmt, ich muss auch noch eintragen, dass. Ja, komm. Ähnlich weite Strecke wie nach Vlore und da würde ich sagen, fahren wir nach vorne gehen eben fix. Ach, schon wieder Raupenbagger. Wir fahren einfach nur noch Raupenbagger. Dann nehme ich nicht die Fahrt, weil wir wollen ja mal was anderes fahren. Dann fahren wir nicht nach Volvo. Ach, Volvo, genau. Es geht nicht anders, aber. Ach, schon wieder Raupen. Warum immer Raupenbagger? Was soll denn der Mist? Sarajevo, da waren wir auch noch nicht. Aber die Strecke ist, glaube ich, zu kurz. Die Strecke war auch zu kurz. Ja, gut. Auftrag ist noch da, dann fahren wir wirklich diese, die leeren Paletten von Zenica nach Vlore in Albanien. 745 Kilometer. Einmal muss ich auf alle Fälle pennen. Das steht schon mal fest. Oha. Oha. Das wird sehr viele enge Kurven geben, wenn ich mir so die Karte gerade angucke. Dann wollen wir mal. Muss mal hin. Wir haben noch ein bisschen Fahrt vor uns sogar. Ach Gott. Okay, wir fahren nördlich von Zenica und dann fahren wir, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Hä? Ne, wir fahren dann wahrscheinlich wieder hier Sarajevo, dann Bijele Polje, dann über Podgorica, über Tirana danach. Ja, das wird eine schöne Strecke. Decken wir einiges auf. Ich muss mal auf alle Fälle nochmal. Ich mach's eben jetzt, bevor ich es vergesse. Ich glaube, ich habe nämlich das gestern auch vergessen. Okay, ich habe gestern nicht vergessen. Das ist dummerweise ausgemacht. So. Ich habe einfach schon mal jetzt Zenica und Vlore habe ich schon mal ausgeschildert, dass wir eingetragen, dass wir da schon waren und dann nicht mehr hinfahren können. Dass dieses Tabu ist. Das ist jetzt der 11. World of Trunks Auftrag. Wird eine längere Fahrt, wie gesagt. Bisschen ungünstig mal wieder. Also eigentlich muss ich. Einiges ist wieder so eine Fahrt, wo ich drauf hoffen muss, dass ich nicht so viel Landstraße fahre und schneller fahren kann. Eigentlich wollte ich jetzt schon fertig sein. Für heute. Biege nach links ab. Aber wenn man mal wieder zu lange schläft, aber ich war eigentlich gut, so lange zu schlafen. Wieder ein bisschen Schlaf nachgeholt. Laut, ja, es ist glaube ich eine Fitness-App oder so. Von Xiaomi. Ja, Mi Fitness. Laut Mi Fitness bin ich ein. Bin ich ein Hai. Aber es ist irgendwie, ich finde es sowieso dumm zu sagen, okay,
man ist ein Hai, wenn man spät ins Bett geht und nicht so lange schläft. Also nicht länger als, keine Ahnung, 6 Stunden oder so. Und um 4 ins Bett geht, weil, keine Ahnung, also... jeder hat halt einen anderen Rhythmus, ne? Also ist halt... Wenn man die Möglichkeit hat, 10 zu schlafen, dann hat man auch die Möglichkeit... Nimm diese Ausfahrt. Ja, gegen 3, 4 Uhr ins Bett zu gehen. Hier ist es mir zu voll, hier tanke ich noch nicht. Aber tanken muss ich irgendwann demnächst auch nochmal wieder. Wir sind unter 40%, wenn ich das richtig sehe da. Ja. AdBlue bei 60, wir auf 40. Ich habe mir jetzt auch alle Dings geholt von alle Erweiterungen von Guild Wars 2. Ich muss zugeben, ich war sehr überrascht, als ich mich eingeloggt habe. Stand da halt schon, dass ich Season 1 bereits habe, wo ich mir dachte, hä, wie kann ich denn Season 1 haben, wenn ich es beim letzten Mal, wo ich es gespielt habe, eigentlich nicht hatte. Soweit ich mich erinnern konnte zumindest. Okay. Hatte ich offenbar schon die erste Erweiterung sogar schon gehabt. Wie auch immer, warum auch immer. Und haben dann einfach die anderen geholt, die mir noch fehlten. Haben wir dann einfach das End of Dragons Pack geholt. Das Dragons Pack. Wo dann End of Dragons dabei war und Heart of Fire und hast du nicht gesehen. Und hat noch das Neueste. Dann gibt es keine Excuses mehr, dann... Ich glaube vor... Ja, es ist einfach zu too much im Weihnachts-Event irgendwie. Also ich glaube, ich werde da auch in Guild Wars 2 nichts mit dem Weihnachts-Event machen können, weil... Es kommt einfach zu viel. Am 21. Dezember geht's in Neverwinter los. Davor am 15. ETS 2, also mindestens am... Also wahrscheinlich am 15. Einfach ausgehend vom letzten Jahr. Everwinter mittlerweile ist auf 2 Plattformen. Also, ja. Yeah. Und ich hoffe ja echt, dass wir nicht die ganze Zeit mit 70 hier lang tuckern. Die ganze Strecke. Weil Zeit ist Geld, oder in diesem Fall Zeit ist Teppich. Ich muss gleich auf alle Fälle nochmal kurz den Föhn suchen und das mal im Föhn mal probieren. Ich habe es bisher immer nur gemacht, dass ich quasi Wasser drauf gesprüht habe und dann abgeschabt habe. Aber... eventuell geht es dann morgen nochmal in der Stadt. Weil Black Friday ja noch bis Samstag ging. Also, ich werde in der Freitag gegangen worden sein in der Stadt. Für mich ist es gerade noch Donnerstag. Weil noch Black Friday ist, das ist dann wieder ein Fernseher. Also, Fernseher ist ja halt schon länger kaputt und nicht mehr da. Dass man da mal schaut, sich informiert und guckt. Und dann eventuell auch zuschlägt. Und ich dann bei Saturn einen Fernseher holt. Immer geradeaus. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Ja, im Idealfall mit einer sag schnell. Wandhalterung dazu, aber mal schauen.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich probiere es einfach heute mal mit dem unten. Auf der untersten Leiste probiere ich es mal aus mit einem Föhn. Klar, Heißluftpistole oder so wäre für Teppich angemessen, aber einfach mal Föhn auf heißeste Stufe und nah ranhalten. Und dann mal gucken, wie gut das funktioniert. Und wenn das gut funktioniert, dann... Also ich muss es heute probieren. Auch weil ich gerade nicht weiß, wo der Föhn ist. Lass uns loslegen. Schauen wir mal. Trailer. Soll das SOS Papers sein oder SCS Papers? Auf alle Fälle ist es ein Tier sein Trailer. Den ich mir auch holen werde. Wahrscheinlich. Okay, wir gucken jetzt einfach mal gemeinsam. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich hier, nein, Inhaltsbrowser-mäßig überhaupt was hätte. Gut, hat normale Standard, wobei nicht Standard, sondern von Tiersan. Wenn wir mal den gucken, ob es dafür Paintjobs gibt. Es gibt Lackierungen. Ja gut, also ich denke mal, wenn ich hier so sehe, hier man könnte Reindeer und so weiter. Also es wird wahrscheinlich dann auch gehen mit dem, was wir freischalten, wenn wir abgeschlossen haben. Das heißt, wir werden dann mit dem Paint Shop auf einem Tiersand-Trailer werden wir dann ja, werde ich dann Road to the Black Sea fahren. Aber jetzt wollen wir erstmal, hinten steht wahrscheinlich nichts drauf, das heißt, wir können voll ausfahren. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal nach was war's nochmal? Flore? Flore, genau. Das war ja, glaube ich, eher Rohr ausgesprochen, das ist eh gar nicht so wirklich, sondern eher. Ja, Warnblinker wollte ich machen. Ich wollte von mir. Hallo? Warnblinker aus, danke. Biege nach rechts ab. Dann würde ich auf alle Fälle ein Verlängerungskabel kaufen, damit ich auch. Also, wenn es wirklich gut ist und einfach und schnell geht. So, oder zumindest wenn es einfach dann abzuziehen geht mit dem Föhn oder eben mit einer Heißluftpistole, dann würde ich auf alle Fälle ein Verlängerungskabel holen. Ich meine, prinzipiell macht es sowieso Sinn, einfach sich ein Verlängerungskabel zu holen. Ist nicht verkehrt. Aber... auch spannend hier. Okay, so weit muss ich es nicht ausholen. Aber ja. Biege nach links ab. Okay. Hoppla. Da kam die Kreuzung schneller als gedacht. Ja, wenn euch das Ganze hier gefällt, dann könnt auch gerne, würde mich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, vom Cruising the Balkans Event Video oder allgemein von den World of Trucks Events, die ich eigentlich alle fahre, wenn ich die Möglichkeit habe, dann fühlt euch auch frei, den Kanal zu abonnieren. Auch hier gibt es auch einiges an, also würde es auch einiges und wird es auch wieder einiges an Zugsachen geben und so weiter und so fort. Auch das ein oder andere Pack-Opening, sowohl Neverwinter als auch Train Station, wie auch immer das nochmal hieß. Port City hieß es und das andere Train? Nee, ich hab keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht, ich war dieses Jahr glaube ich selber gar nicht mehr wirklich drin, einfach weil ich einfach nicht wirklich dazu gekommen bin, weil ich eigentlich keinen Platz auf der Platte hatte. Train Station 2 hieß es, so, okay. Und Port City Tycoon. Davon Openings und
relativ zeitnah sogar eins von Transport Tycoon. Da habe ich jetzt endlich die 10k erreicht an Keys. Für das erste Opening. Und auch eine diverse andere Sachen. Also halt eher im Simulationsbereich. Ich weiß nicht, ob jemand mal Guild Wars 2 oder so zumindest streamen würde. Wahrscheinlich, vielleicht schon. Ähnlich wie Neverwinter. Könnte ich eigentlich fast auch sogar jetzt schon machen. Allerdings brauche ich dafür... Ah, ich muss noch HDMI-Kabel bestellen. Allerdings brauche ich dafür noch HDMI-Kabel. Um es an... Ich weiß gar nicht mehr, was es war, anzuschließen. An die Ava Media, genau. Prinzipiell wäre dadurch auch möglich, weiter auch andere Dings zu holen. Allerdings habe ich das Gefühl, wenn ich so Neverwinter mir anschaue, dass es doch schon, ja, dass die PS4 nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, obwohl es halt Neverwinter ist. Ne? Neverwinter ist ja jetzt nicht so wie GTA. Als Beispiel. Andere. Oder ich muss einfach mal in die Einstellungen das einstellen und bin gerade irgendwie auf 30 FPS gedrosselt, ohne das zu merken und wissen, aber ich glaube eigentlich nicht. Ja, mal gucken, ob ich irgendwann mir dann auch in eine PS5 investiere. Auch wenn ich die PS4 eigentlich nur in Anführungszeichen nur wiederbekommen habe, die ich ausgeliehen habe. Weil ich eine PS5 verkauft wurde. So, auf 60. Das heißt, wir dürfen sogar wahrscheinlich... Nein, okay, nee. Wir durften ja vorher auch nicht mehr als 70 fahren jetzt. Gucken wir uns noch mal kurz die Strecke an. Okay, ja, wir fahren über Sarajevo, Bielopolje, Podgorica, Tirana, an Duresh vorbei, nach Flo. Wahrscheinlich wird es dann wirklich Duresh sein. Oder Duresh. Irgendwie sowas. Verbesserung gerne in die Kommentare. Oh. Stimmt. Ich habe mich gerade gewundert, warum es gerade rot aufgeleuchtet hat. Im Events-Lightboard. Aber es ist ja jetzt gleich... Moment, es ist... Hä, das ist mal... Okay, interessant. Ist auf der PS4 anders? Also es ist um 16.30 Uhr, um halb ist, dass sich die Events durchsetzen. Die wöchentlichen Events. Scheint so. Ja. Die 70 nicht wirklich angemessen hier. Oh, Blitzer. Erst braucht man eh gar kein Gas mehr geben, auch wenn man nicht schnell darf. Aber schon wieder zu spät ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Bug ist, dass man in der 70 fahren darf, aber es einfach ein Anzeigebug ist. Was im Navi eigentlich schon die 90 hätten stehen müssen. Wirklich 70. Und jetzt prinzipiell mehr als 70, aber ich... Ja. Wie gesagt, prinzipiell. Ja.
Also, ja, Guild Wars 2 werde ich dann. Noch mal überlegen. Mal schauen. Vielleicht werde ich es noch im Dezember hochspielen auf 80. Dass mein ein Char zumindest auf 80 ist. Oder die einzige und erste Char. Dass ich im neuen Jahr so richtig reinstarten kann. In Guild Wars 2, aber. Mal gucken. Wie gesagt, Side Project. Ich glaube, ich werde im Dezember nicht dazu kommen. Bin ich ehrlich. Also wird ein Projekt fürs neue Jahr werden. Ich meine, ich bin aktiv noch am Fahren. Also ich sag, Moment, ich bin jetzt. Jetzt muss ich überlegen. Ich habe zwei Videos, die. Moment, also. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, genau. Ich habe zwei Videos. Ich muss mein Handy nochmal aufladen gleich. Nimm die Ausfahrt rechts. 40. Wir haben gerade den 23. Heute kam das Infovideo raus, beziehungsweise das Video. Wo es noch 7 Tage bis zum Kansas DLC dauert. Das heißt dann das und das. Am 26.27. Am 27. kommt dann dieses Video hier raus. Dann bin ich bei. Jetzt muss ich mal nachgucken. Bin ich bei 11 Aufträgen. Am 27. der 11. Auftrag. 12. 13, 14, 15. Das heißt, am 1. Dezember. Gar nicht mal, weil am 1. Dezember kommt dann das erste Kansas-Video raus. Das heißt, am 15. Dezember, am 2. Dezember bin ich fertig. Bin ich technisch gesehen fertig mit dem. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Mit dem 60 mit dem Cruising the Balkans Event Video bin ich technisch gesehen am 2. Dezember fertig. Allerdings werde ich dann ja nochmal Road to the Black Sea ranhängen. Das heißt, dann kommt am 15. das 7. Video wahrscheinlich dann. Moment, nee, gar nicht wahr. Am 15. Dezember kommt dann das. Kommt das hin? 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. Da kommt das 8. Kansas-Video raus. Dann bin ich bei. Müsste ich bei 7. Nee, Moment, 4., 6. 8., 10., 12., 14. Okay, dann ist gerade mal das 6. Video draußen, wo ich Road to the Black Sea fahre. Dann kommt noch das andere Event, also, boah. Ich muss gut vorproduzieren. Ich merke das schon. Vor allem, ich muss auch überlegen, wie ich das dann mache, dass ich die Videos rausbringe. Weil technisch gesehen, oder wenn man es mal so betrachtet, wenn dann am 14.06. raus ist, dann sind noch 9 ausstehen von Road to the Black Sea. Was 18 Tage entspricht. Was das da entspricht, genau. Das heißt, dann ums Neujahr rum kommt dann das 15. raus von dem. Und danach würde prinzipiell, wenn man es so reihenfolgenmäßig macht, okay. Ich muss mal schauen. Also ich muss mal schauen, wie das ist mit dem äh,
mit dem Weihnachtsevent. Ach, mit dem Cruising. Wir gucken mal kurz nach, wie lange. Wenn ich schon mal dabei bin, noch hier quatsche, wie lange das geht. Sieht man das hier? Bis zum 19. Dezember. Schwierig. Wenn ich es wirklich so machen will, dann muss ich mich ranhalten. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als es ist einfach so schön hier. Selbst wenn das Stück das Thumbnail wurde, einfach nochmal ein Foto davon gemacht. Vom Rathaus von Sarajevo mit uns davor. Aber es ist einfach zu schön. Sarajevo ist einfach super schön. Muss ich immer mal auch in Realität hin. Ja, neuesten. Also bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als dann zeitgleich die Sachen rauszubringen. Dass dann am 1. vielleicht. Auch schon am 1. halt beides kommt, also ATS und ETS 2. Sodass dann ab dem Zeitpunkt, wo das Weihnachtsevent draußen ist, dass dieses Weihnachtsevent, dass ich dann das dann abwechselnd mache. Aber das dann zumindest für einen kurzen Zeitraum. Es bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. Um es halt sinnvoll zu machen, weil ich sag's wie es ist, ich werde wahrscheinlich eh teilweise, ne, wie es jetzt schon ist, teilweise Themen weiter fortsetzen in der nächsten Folge oder so, oder auf eine andere Folge und so, deswegen ist es glaube ich gar nicht mehr verkehrt, dass es dann abwechselnd ist. Ach, nicht abwechselnd, also dass es erstmal zeitgleich ist, vom Tag her, nicht zeitgleich, nicht zur selben Zeit, aber am selben Tag, und danach, wenn es dann abgeschlossen ist, dann abwechselnd. Wäre dann auch ein bisschen schwierig mit den 70% oder so. Dass ich die 70% hier in Dings mache. Aufdecke hier in. Boah, müsste das dann sowieso kalkulieren, dass ich dann weiß, okay, 70% Balkan durch. Ja. Mal schauen. Muss ich mir nochmal ein bisschen genauer Gedanken zu machen. So schön hier durchzufahren. Wie gesagt, Stelle wäre noch ein bisschen besser. 16.36 Uhr haben wir es. Dann ist doch schon mal gut, dann kann ich ja wirklich mit dem Tiran-Trailer durch die mit dem neuen Paint-Job dann fahren. Und ich habe mir auch gedacht, also da ist schon jetzt irgendwie die Release-Notes gepostet wurden von war ja glaube ich so, ne? Gucken wir kurz gemeinsam nach. Okay, nevermind, das letzte ist noch vom DAF XD. Dann war es nur das Video, was die Features zeigt, die in 1.49 kommen. Das heißt, ich werde mir dann für das Weihnachtsevent werde ich dann auch nochmal eine Umfrage machen. Im Community Tab.
Werde ich vielleicht auch jetzt schon dann demnächst machen und das so eine Stunde laufen lassen, also eine Woche laufen lassen. Wo ihr dann halt abstimmen könnt, welchen LKW ich dann. Nutzen soll. Freddy's Finals Event. Also welchen ich mir dann. Ah, dann würde die 1.49 safe da sein. Ich habe mir zwar das jetzt nicht angeschaut, ob da ein Release-Datum drin war, aber wahrscheinlich vielleicht schon. Wahrscheinlich ist die 1.49 schon draußen, wenn das Video hier erscheint. Ich denke mal, es wird um den 30. dann kommen, also kurz vorm 30. wahrscheinlich, ne? Um das Kansas-DLC wird es dann die 1.49, wird die 1.49 live gehen. Da war ja was mit Papieren prüfen, das länger dauert. Ja, genau. Dass ihm einer sagt, welchen gebrauchten Truck ich mir dann holen soll. Bin ich ja gespannt, welcher es werden wird. Ich muss nochmal gucken, wie das dann ist, weil angeblich kann man ja im Community Tab Sachen auch so dingsen, dass sie ablaufen und dann sind sie archiviert automatisch. Wäre ja praktisch, wenn man das dann wirklich so machen könnte mit dem Timestamp. Dass dann automatisch archiviert ist. Ich würde es dann einfach bis zum 15. laufen lassen, bis zum 15. Dezember. 14. Dezember vielleicht, weiß ich nicht, 12 Uhr oder so. Wer war halt mit dem gebrauchten Truck umherfahren? Natürlich auch interessant, wenn man gebrauchte Trucks kennzeichnen könnte. Also, dass man jetzt. Ich gehe mal kurz auf die Garage. Dass man jetzt irgendwie beim LKW-Manager dann irgendwie. Weiß ich nicht. Wenn ich auf DAFXF drücke, dass ich dann irgendwie. Weiß ich nicht. Irgendwo. Entweder, dass es hier angezeigt wird, ob es ein Neukauf war oder nicht. Oder dass man irgendwie hier. Vielleicht das hier irgendwie bearbeiten kann, hier oben. Dass man sagen kann: in Klammern gebraucht. Also DAF XD Sleeper High in Klammern gebraucht. Oder so. Oder dass es halt einfach irgendwo hier steht, dass er halt gebraucht ist. Das wäre schon nice. So ein kleine Kennzeichnung oder so. Aber ich bezweifle, dass es das nicht geben wird. Muss ich mir dann noch überlegen, wie ich das dann mache. Weil, ne, die Kilometeranzahl ist dann ja. Ne, man erkennt's ja. Also, es wäre schon nice zu wissen. Demnächst rechts ab. Finde ich, für mich persönlich, für meinen persönlichen Statistik-Fetisch. Zu wissen, okay, das ist die Gesamtkilometeranzahl, die der Truck gefahren ist. Und seitdem man den selber hat, ist der so und so viel gefahren. Keine Ahnung, Gesamtkilometeranzahl 100.000. Persönliche Kilometeranzahl mit dem LKW. Joa, weiß ich nicht. 25.000?
Video werde ich mir dann mal anschauen. Heute noch. Kann man ja auch gut zwischendurch machen, selbst wenn man im Voice ist. Im Gegensatz zu anderen Videos, wo dann geprappelt wird. Wenn es jetzt so spät ist und wir es gleich 17 Uhr haben, ich habe noch den ich komme eigentlich nicht dazu, jetzt das Video vorher noch zur Bearbeiten zu rendern. Also das von gestern, für mich gestern, also das von vorgestern, so, da komme ich noch nicht zu, das zu rendern. Soll ich mal so formulieren. Ja, weil ich dann noch lieber erstes mit dem Föhn machen will. So, Podgorica. Immerhin decken wir jetzt noch zwei weitere Städte auf. Für das Achievement so gesehen. Auch nicht verkehrt. Ich glaube dann die 70% oder was auch immer ich da im Kopf hatte, werde ich dann eher danach ein Weihnachtsevent machen. Oder vielleicht sogar während des Weihnachtsevents werden wir dann sehen. Wäre dann halt einfach, ne, je nachdem, also gut, klar, nicht schwach kaufen, dann werde ich wahrscheinlich wieder woanders sein. Dann werde ich in wo auch immer eine Garage habe. Eigentlich wäre es ja nicht verkehrt, in den Hauptstädten sich eine Garage zu holen, aber dafür braucht man erstmal die Kohle wieder, ne. Wie viel bekam man nochmal hierfür? 18.000, okay. Nicht wenig. Das ist ganz gut. So, 70 können wir drauf scheißen. Das ist gleich runter auf 30. Belastend ging es auf die leeren Parkplätzen nicht. So, sehr schön. Und ich will im Flur nach zu 10b. Es ist halt echt super nice in den Bergen. Ja, berechne mal neu. Okay, ich habe Angst, wir müssen bestimmt wieder durch die Röntgenhalle. Ja, müssen wir. Aber ich muss sagen, wir haben sehr viel Luft hinten. Wir schweben, wir haben kein Tieflader. Also mache ich mir da jetzt keine Sorgen, dass wir da stecken bleiben. Röntgenhalle. Neue Route finden. Ja, es ist halt echt nicht immer leicht, mit dem Tieflader in die Röntgenhalle zu fahren.
Ich glaube, ich bin auch jedes Mal immer so ein bisschen leicht hängen geblieben und dann halt einmal komplett stecken geblieben, einfach nur wegen des Aufliegers. Okay, die leeren Paletten sind wohl scheinbar wirklich alle leer. Darf ich? Danke. Also ja, wie gesagt, der PS4, ob man da was mit auf hier ne, streamt oder so, muss ich mal schauen. Bin ich mir echt noch gerade ein bisschen unschlüssig. Ich muss nochmal, wie gesagt, in den Einstellungen schauen. Ob es da irgendwo dran liegt. Was ich jetzt gerade irgendwie aus Versehen jetzt mache schon. Auch wenn ich keinen Plan habe, wo ich da gucken müsste. Wahrscheinlich so bei Sound and Screen oder so. Oha, wir sind da angekommen. Video Output Settings wird es wahrscheinlich nicht sein, ne? Resolution automatisch. Automatisch 1080p. Ah, okay, Video Output. Okay, ja gut, dann kann ich das ja auch zum Beschmeicheln. HDR Off. Okay, also Current Video Output Signal ist jetzt gerade eingestellt auf 1080p 60 FPS. HDR ist jetzt von dem Monitor scheinbar nicht supported. Interessant. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Dann schauen wir doch nicht so richtig, wo ich jetzt war. Oha. Okay, doch nicht, oha. Allerdings auch, oha, wie soll man denn hier nicht irgendwie mitnehmen? Probieren wir es mal. Ja. Eigentlich fast nicht möglich. Muss ich mir da mal genauer anschauen. Ja, war ja doch schon ein bisschen laggy, weil laggy ja sogar als hier auf dem Rechner. Na, das hätten sie ja natürlich auch super lange. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Ich muss sogar langsam bald pennen, ne? Wir sind halt echt super lange unterwegs. Und nicht sonderlich schnell, weil wir immer Landstraße fahren. Boah, kommt hier nach nochmal was? Zum Schlafen. Ich sieht eher so danach aus, dass es dann eher nach. Eher bei Podgorica ist. Dann würde ich sagen, schlafen, legen wir uns hin bei Podgorica und tanken dann da auch nochmal.
würde mich interessieren, ob dann auch automatisch mit, wahrscheinlich wird auch automatisch mit LPU getankt dann, ne? Ich würde jetzt mal behaupten. Also automatisch im Sinne von, es wird angezeigt, dass man auch LPU getankt hat. Auch wenn es da eher eine so eigene, eine zusätzliche Tanke ist. Oha. Das ist ja auch fotowürdig. Ah, die Landschaft ist einfach wunderschön. Es ist echt ein sehr nices DLC geworden. Allein von den Landschaften her. Oha. Jetzt wird es hier sogar noch enger und ohne Fahrbahnmarkierung. Sehr nice. Dann bei den 60 vorbei. Über 50. Bei den Kurven, bei der Kurve W. Ja, bitte noch ein bisschen mehr untergehen, danke. Und noch ein Stück runter auf 30. Hier rechts. Bitte rechts halten. Also nicht Kreditraten, sondern Landschaft. Gefällt mir. Gefällt mir so sehr, dass ich gar nicht mehr Gas gegeben habe. Es ist nice. Jetzt wäre es die Karte so ein bisschen karger, aber sehr geil. Oh, wir dürfen mal schneller fahren. Wir dürfen jetzt 90 ausfahren. Super. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Zeit wieder reinzuholen. Zumindest bis Podgorica. Wahrscheinlich wegen der Brücke sein, ne? Hier der Screenshot. Machen wir doch mal voll und gucken. So, was man die Berge auch noch. Oh, die Berge im Hintergrund. Toll. Ich glaube, ich werde die Bilder auch vielleicht nochmal wie die ATS-Bilder in den Discord packen. Von Gaming Empire. Discord auch immer in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne drauf joinen. Ja, pennen und so, soon. Wir sind ja gleich in Podgorica. Im Tunnel. Sogar ein, da wäre erstmal vom Tourbus überholt.
Ja, gehen wir runter in die Bremse. Geht der gerade in Podgorica rein, oder wie? Erst auf dem Wald in Podgorica. Oh Gott. Ich sag ja, oh Gott. Wie viel Profite... Oh. Also wie viel von wie viel war das jetzt eigentlich? Ich habe nicht darauf achten können, weil ich dann dagegen geschossen bin und er so am Lecken war und alles um und dran. Ja, 7% auf dem Trailer, super. Wieder, wow. Mehr auf dem Trailer als... Sind wir schon mit dem Trailer mehr hängen geblieben als mit dem LKW? Ich glaube, er ist abgeschmiert. Nee, okay. Fahr mal kurz ein bisschen extra langsam. Mir wieder Gas zu geben. Ja, ich weiß, dass ich müde werde. Ich bin ja auch gleich am Pinnen. Naja, Podgorica ist auch sehr, sehr schön. Ich glaube, von Podgorica habe ich mal Fotos von der Altstadt gezeigt bekommen. Nur mit 40 hier weiterfahren. Ist gerade so krass am Lenken, weil einfach der RAM durch ETS2 so voll ist. Hallo, ich lenke nach rechts, links. Junge, Junge, Junge. Also der RAM war vorher auf 76% und so gar kein Problem, aber jetzt ist er halt gerade auf 94. Aber scheinbar, never mind, scheinbar ist er jetzt sogar auf 95. Kann nur besser werden. Oder schlechter. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Da, wenn ich morgen dann wieder aufnehme, dann mein Gott. Bitte rechts halten. Werde ich einfach den Rechner vorher nochmal neu schauen. Just in case. Ich meine, sonst war es ja eigentlich auch nur bei, ja, so 70%, 38% so im Dreh. Da haben wir den Schlafplatz, wobei vielleicht, oh, ich schaue einfach das Spiel erst gleich nochmal kurz neu. Erstmal aber tanke ich und hau mich dann aufs Ohr, offenbar. Für 1,58 Euro. Sag ich mal nicht. Okay, danke.
920 Liter getankt. Dann einmal auf den Rastplatz rauf. Schlafen wir mal. Und ich gucke mir noch mal kurz die Lage an. Es regnet. Jippo, 96%. Ich speichere mal kurz und starte dann nochmal das Spiel neu. Okay, der Spiel Deutschland hat schon einiges geholfen, auch wenn jetzt gerade noch die Sachen so ein bisschen reinladen, die LKWs und so. Aber. Zeit zu gehen. Wir waren gerade bei 55%. Lässt sich doch sehen. Der erste Fahrt ist jetzt eine Nachtfahrt. Dann erleben wir bei einem morgigen Video dann mit Tageslicht. Kilometer noch. Da muss ich den Berg hinaufkämpfen. Das ist auch gar nicht so wenig, ne? Wie viele Tonnen waren das nochmal? Ne, darauf habe ich gar nicht gelesen jetzt. Gott. 22 Tonnen. Ist ja nicht gerade mal wenig. Auch nicht vergessen, wir haben 449 PS. Hier entlang. Papiere zeigen. Alles in Ordnung, wunderbar. Dann reicht mir sogar jetzt schon Albanien. Schauen wir uns das mal an. Okay, jetzt war ich so schnell. Dann schauen wir uns doch nicht an. Oh, knappes Ding. In Ordnung, sehr schön. Okay. Wir haben hier links entlang. Was dürfen wir denn in Albanien fahren? 90 prinzipiell. Gefällt mir. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ist auch sehr schön, dass es teilweise hier die einfach die Karte nach dem Grenzübergang ist. Dass man weiß, wie das Land aussieht, so ein bisschen. Und dass man jetzt gerade eingefahren ist. Warte, Warnung. Ah. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Jetzt hier nochmal. Da hat die Küste gezeigt.
Oder war das nicht Podgorica, sondern Split? Nee, es müsste Podgorica gewesen sein. Oder nee, Split? Ah, keine Ahnung. Ich glaube Split wahrscheinlich eher. Ich weiß nicht, mal zu lange her. Er ist ein bisschen dreist. Einfach fürs Feeling. Feeling. Ich wollte Flair sagen, aber doch irgendwie Feeling. Nimm diese Ausfahrt. 60. Dürfen wir noch mal einen Kreisverkehr, also wahrscheinlich einfach mal 50. Und auf 40. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wahrscheinlich auch noch 40, ne? Kurz davor, aber wir haben nochmal Kreisverkehr, von daher. Unausweichlich. Diese Woche habe ich gerade gesehen, ist der Winter da. Um den Gefrierpunkt mit Schnee auch hier im Norden. In der letzten Urlaubswoche und dann auch im ersten, in der ersten Woche, wo dann nicht mehr Urlaub ist. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich. Ich muss am Samstag einfach. Ich hoffe, ich war es gewesen. Aber ich. Muss am letzten Freitag, am letzten Samstag oder Freitag auf jeden Fall. Aber vielleicht eher Samstag, weil am Samstag ist es noch 1 Grad mehr als 6 Grad und nicht 5 Grad wie am Freitag gewesen. Eigentlich in der Stadt und quasi Last Minute Käufe erledigen, um den Winter zu überleben. Draußen. Bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. Hätte ich eigentlich schon letzte Woche machen wollen, aber. Wie das dann halt so ist, ne? Da war es aber zumindest warm. Heute, ja, heute am Aufnahmetag, also letzte Woche Donnerstag für euch, war es halt noch relativ warm mit 13 Grad. Aber auch windig und Regen. Schauen wir schon mal auf 60. Ich fürchte, dass wir vielleicht auch so ein Tempo bleiben, was beibehalten bleibt. Weird Flex, mir die warme Lecker zu zeigen. Anstatt einfach nochmal weiterzufahren. Wie spät haben wir es? 21.
Okay. Es wird breiter, das heißt, es wird auch schneller vorangehen. Vielleicht. Oder auch nicht. Wir haben halt immer noch die Arschkarten so weiterhin limitiert. So, Tirana ist schon ausgeschildert. Gut, ist das jetzt eine Maut oder eine Tanke? Ich glaube nur eine Tanke. Ja. Tanke mit Schlafmöglichkeit. Sehr schön. Dann beschleunige dich doch mal direkt. Bevor es zu spät ist. So, ich wollte eigentlich noch nach links, aber war mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt links oder ob es zweispurig oder einspurig ist. Bitte rechts halten. Die Zeit einfach im Nacken. Wenn es wirklich dann in der Stadt morgen geht, dann muss ich auf alle Fälle, also mittags in der Stadt geht, dann muss ich auf alle Fälle heute, dann darf ich heute nicht so spät ins Bett. Muss heute zu früh ins Bett. Es ist echt belastend. Also gestern war sogar noch vorhersagenmäßig vom Wetter, dass es diese Woche dabei bleibt. Dass es eher so um die, ja, zwischen 6 und 10 Grad ist. Aber jetzt kommt ein Stürmchen, was dann die skandinavische Kaltluft mitbringt und mitgebracht hat. Ich weiß nicht, ob es. Ich guck mal gerade nebenbei nach, ob. Ob es da sogar sein könnte, dass er stehen liegen bleibt. Am Montag sogar. Wie viel? Okay, Mittwoch auch. Soll es auch schneien? Montag sollte es 0,5 bis 1 cm schneien, am Mittwoch ebenso, also wird wahrscheinlich nichts liegen bleiben. Das ist ja schon mal gut. Dann muss ich nicht raus und schippen. Wenn das denn so bleibt, wie es aktuell aussieht. Auch eine schöne Durchfahrt. Okay, wir sind jetzt gerade erst bei Tirana. Oha, kommt mir sogar durch oder was? Oder noch jemand blockiert werden? Erst auf mal in Tiran. War 17 von 30. Oder Tirana, wie wir sagen würden, aber albanisch Tiran. Wobei ich das eh wahrscheinlich immer noch zu viel ausspreche, Tirana. Schon wieder. Ich komm's im Prinzip. Ja. Wir fahren
Ach, verloren. Also sind wir gerade in Tiran. Ja. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt. Zweite Ausfahrt. Hurra. Und wir verlassen Tirana und gehen sie jetzt in den Kasch. Ist ja viel los hier. Wild? Ich glaube hier rechts. Nee. Hä? Oh Gott. Wobei, vielleicht doch. Ich weiß nicht. Ich glaube, wird. Nee. Warum rechts? Wohin geht's da, wenn wir da rechts abgebogen werden? Da haben wir ja einen Kreisverkehr, wo wir dann auf die andere Seite hochkommen würden. Ah, okay, rechts rum geht's dann Richtung Industriegebiet. Bitte links halten. Links halten. Okay, so eine Abfahrt, Auffahrt, Auffahrt, Abfahrt ist es. Das ist doch wieder... Tja. Oh Mann, belastend und dumm zugleich. Aber wieder ab auf die Bahn. Hoch auf 80. Und dann fahren wir die letzten 100 Kilometer nach Vlore. Ist schon ausgeschildert? Ich glaube ja. Dann mal schauen, wir schon eine Stufe höher. Ah, Duresh ist noch ausgeschildert. Vlore, dann nach Duresh, genau. Oh, Duresh. Immer dieses Hoch und Runter, was 40? Warum das denn? Wir sind auf der Autobahn. Ja, ich würde fast behaupten, Albanien und so, das ist doch schon echt ein guter Ort, um ordentlich Kohle zu verlieren, einfach weil man ständig wieder hoch und runter und hoch und runter muss. Da fließt wahrscheinlich dadurch auch ziemlich gut Geld in die Staatskassen. Das Geld dann wiederum benutzt wird, ist ja wieder eine andere Sache, ne? Ist ja bei uns nicht anders. Wobei in Albanien wahrscheinlich noch gravierender und umfangreicher. Bitte links halten. Es wird weniger mit dem Regen. Links halten. Runter auf 40 vielleicht. Für den späteren Abschnitt auf jeden Fall. Die erste Stufe sollte gerade mal reichen. Vom Scheibenwischer. Und dann fahren wir jetzt. Oh. Ah, wir sind jetzt gerade bei Duresh, genau. Klar. Lange nicht mehr hier gewesen. Und jetzt fahren wir wieder hier durch. Ach, es ist auch echt schön, Duresh. 30. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ich habe schon was gedacht, dass wir unter auf 30 geht. Ausfahrt.
Beschleunigen einfach nur auf 35. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Okay. Nimm diese Ausfahrt. Hätte ich auch nehmen bleiben können. Habe ich den Scheinwischer ausgeschaltet oder ist er automatisch ausgegangen? Wenn ich nicht daran erinnere, wenn ich ausgeschaltet habe. Werde ich ja vielleicht im Schneiden sehen oder. Ja. Oder so. Ja, das kann man jetzt gar nicht erinnern. So, wieder schon mit 80, letzten 100 Kilometer. Was sagt der Tacho? Tacho sagt 17:32. Einfach anderthalb Stunden drüber. Über den Plan. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Und da haben wir Flora ausgeschildert. Nicht fahren. Wir machen halt nochmal das Fernlicht dann auch wieder aus. Nicht so wie andere Vollidioten, die dann gut vielleicht teilweise auch wegen ihrem automatischen Fernlichtschmutz in der Innenstadt über fucking Fernlicht umher geiern. Mal als Fahrradfahrer dann. Also übertrieben gesagt, erblindet und gegen den Baum fährt. Wird wahrscheinlich dann beim nächsten Mal entweder auch wieder Richtung Kragujevac gehen oder mehr nordöstlich. Aber schauen wir mal. Wohin die Reise morgen geht, werden wir dann morgen sehen. Erstmal bei CNP abliefern. Weit ist es nicht mehr. Das sind Kilometer tanken wohl nicht mehr. Sind wir zum Beispiel mal wieder bei 250.000. Ich schätze mal, dass wir dann nach dem Weihnachts
Event dann genügend Kohle haben, um den Kredit auch wieder zurückzuzahlen. 60. Erst auf mal im Bro. Ich gehe schon mal runter auf 40. Wegen des Kreisverkehrs 18 von 30. Vielleicht so ein Ding, dass ich erstmal in der Stadt gewesen bin. Das wäre vielleicht auch so ein Ziel, was man vielleicht machen kann, um das halt so wirklich abzuschließen, das Balkan-Event. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Vom West-Balkan-DLC und eventuell auch vom World of the Black Sea-DLC. Mal schauen, wie weit ich da komme. Eine fünfte Fahrten. Wäre aber dementsprechend ja schon fast eine Punktlandung, bis dann das Weihnachts-Event beginnt, wenn es am 15. beginnt. Ja. Gucken wir mal. Hier können wir dann schlafen. Ja, ein Stoppschild. Was wieder Zeit kostet. Ach, wegen des Bahnübergangs. Ja, okay. Hier sogar angemacht, weil keine Schrankenanlage da ist. Es wäre noch nice, wenn er hier wirklich einen Zug überfährt. Ich habe den Motor ausgeschaltet und den Warnblinker angemacht. Oder ist der automatisch an, wenn man dann den Warnblinker, wenn man den Motor ausschaltet, wenn man... Nee, okay. Biege nach rechts ab. Bahnübergang. Biege nach links ab. Wenn bei dem Bahnübergang ein Stoppschild wäre, würde ich ja nicht halten, weil ich würde mir auf die Ampelanlage vertrauen. Aber bei einem unbeschränkten Bahnübergang, weiß ich nicht. Lieber nicht. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Noch nicht ganz Routen schon, aber nochmal irgendwas einpacken, ne? Oder auch nicht. Ich stelle mich auch alle vor, weißt du, dann müssen wir auch mal was einpacken. Nicht nah genug dran. Passt das überhaupt von der Höhe? Muss ja. Ja, es passt, aber es ist nicht viel Platz. Laden wir mal ab, die leeren Paletten. Ausgezeichnete leere Paletten von Svinica nach Vlor geliefert. Gefahrenstrecke 804 Kilometer. Dauer 1,5 Stunden. 316 Liter haben wir verbraucht an Kraftstoff. Das war der 158. ETS 2 World of Trucks Auftrag.
18.000 gab es dafür und 1.000 Erfahrungspunkte. Dann wollen wir mal eben kurz zum Schlafplatz fahren. Kurz ist gut, denn wir sind ja immer noch gedrosselt auf 40 Kilometer pro Stunde. Kurz noch auf 30, aber die hätte ich mal gekonnt. Und dann können wir auch die Fahrt hier beenden und dann den Föhn suchen. Nur 42 haben wir es jetzt. Gut, fahr einfach rüber. YOLO! Werkstatt 5%? Nee, nicht ganz. Schlafplatz jetzt hier links? Rum? Oder? Nee. Doch. Weiß ich nicht. Nee. Hä? Okay. Super. Drehen wir mal eine Ehrenrunde hier. Das sieht da aber halt so aus, dass man viel raufkommt. Ah, hier. Er wollte einfach verpasst. Schauen wir uns mal davor. Ja, dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten ETS 2 Cruising the Balkans Event wieder. Tschüss!